Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Rome 2 Total War Let's Play Kampagne. Wir wollen heute hier weiterarbeiten. Es lief ja bis jetzt ziemlich gut. Hoffentlich läuft das auch weiterhin so. Bauen wir jetzt hier noch schön weiter aus. Okay, noch zwei weitere Astarte dazu hier als Garnison. Und die Leves werden ausgetauscht. Eine bessere Garnison. Apropos, wir gucken mal kurz hier wieder rein. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hier sind die Besitztümer der jeweiligen Nation. Unser diplomatischer Status. Wir haben momentan mit gar keinem Krieg. Öffentliche Ordnung überall zufriedenstellend. Außer wirklich Cisalpina. Regionswohlstand allerdings nirgends wirklich zufriedenstellend. Außer in Rom selbst. Wachstumsrate haben wir hier 0%. Schön zu wissen, die haben 36, sonst überall 100. Guck mal, woran könnte es denn liegen? Oh, ich werde gerade angerufen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Dann machen wir jetzt weiter, wo stehen geblieben sind. Also. Wir wollen weiter in Erfahrung bringen, was uns in Spanien ereilt. Wenn wir mal angreifen sollten. Ich habe nämlich ein großes Interesse daran, Spanien einzunehmen. Gerade weil ich dann schon mal ein bisschen Ruhe habe noch von den anderen Gebieten, die Spanier momentan für sich allein kämpfen. In die Averna vor allem noch, und das bringt mir ein bisschen Boni bei den Avernern. Da habe ich auch meine Ruhe und ich gucke jetzt gerade mal so, welche Städte hier so am besten sich eignen für. Ich halt hier ein bisschen keinen Vorteil bekommen. Magna Graeca wächst schon wieder. Und die Massageten sind tot. Und das Aquädukt sieht man hier sogar wirklich cool. Anlage. Das wird so unsere zivile Stadt hier wahrscheinlich. Und ein öffentliches Forum. Sehr zivil alles hier. Das einzige ist wirklich der Militärhafen, den ich auch noch umbauen könnte. Was wir auch tun werden. Oh mein Gott. Das ist aber schon krass. Eine flatternde Zunge, so eine köttische Konföderation in der Türkei. Ist nicht willkommen. Euer Angebot ist wohlgesinnt, doch wir sehen keinen Grund, Ruhm, Bier oder Schweinebraten mit euch zu teilen. Ihr seid geizig. Oh, die haben die Kontrolle über Seide, ey. Nicht schlecht. Hier haben wir Oliven. Da haben wir Marmor. Hier haben wir Eisen. Oh, das ist sehr interessant. Nein, wir kennen das Gelände jetzt schon ziemlich gut. Die Städte zumindest. So, Caralas wurde zur karthagischen Hauptstadt geformt. Oh, und das hier ist unbekannt, wem es gehört. Die Keltiberische Konföderation. Das scheint der Keltiberischen Konföderation zu gehören. Nein, die Garamanten. Man sieht's ja. Ui, dass die mal Karthago einnehmen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte schon darauf gewettet, ey? Wie kann ich euch dienlich sein? So, Runde beenden. Ach ja, dann kann ich auch mal bald überlegen, die Flotten weiter auszubauen, die Häfen nochmal ein bisschen zu verbessern. Kann ich mich schon eine Invasionsflotte bauen? Ludi Plebi. Finde ich gut.
Angriffshexerei, Matriari. Geschosstiere, Skorpiontiere. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Muss man sich dafür extra in diesen Hafen hier befinden? Finde ich aber kacke. Kultiviert. Guck mal. Handeln können wir mit dir nicht, okay. Guck mal lieber, wie es in Spanien aussieht. Ich bin der Held Roms. Ich bin bei euch. So, Eboa hat nichts. Da haben wir gleich alle spanischen Regionen hier kontrolliert. Numancia ist die letzte Stadt, die ich noch nicht kenne. Lusitiana, aber schön zu wissen. Also, sie haben Marmor und sie haben Eisen. Eisen ist wirklich sehr interessant für mich. Marmor ist eine gute Handelsressource, um Geld zu verdienen. Guck mal, was sich machen lässt. Aha, Makedonien investiert viel in Olivenöl. Okay. Wir importieren Glas durch die Veneta und Marmor durch die Dalmatai. Wenn wir aber selber bauen können, also produzieren können, dann brauchen wir die irgendwann auch gar nicht mehr. Glas kann man in Patavium bauen, finde ich. Oh ja, so ist es. Hier Marmor. Hier unten haben wir keine Handelsressourcen weiter. Tabs hat auch nichts, auch Lepkes hat nichts. Mal wie es dann später aussieht. Ben einfach mal die Runde. So, machen wir schneller hier. Ein Vertrag zwischen unseren Völkern würde uns beide stärker und reicher machen. Muss man das noch weiter ausschmücken? Warum mögen mich so sehr? Stimmt was nicht. Hinweise ab. Ich möchte die Spannung hier nicht weiter mit Syrakus in die Höhe treiben. Ich bin geehrt, eure Botschaft zu erhalten und werde euch mit Interesse zuhören. Handel ist eine schlechte Idee. Das einfache Volk soll sich nicht vor dem Marktplatz fürchten. Handel ist eine schlechte Idee. Das einfache Volk soll sich nicht vor dem Marktplatz fürchten. So. Sehr gut. Wir nehmen an. Und. Jetzt aber, und da verdienen wir gleich wieder deutlich mehr dran, ne? So, die mögen mein Abkommen jetzt natürlich nicht mit Syrakus. Aber das ist da unten sowieso nur so eine Gratwanderung. Versucht er wirklich nur die Zufriedenheit, also zumindest keinen gegen mich zu richten. Und es scheint ja soweit ganz gut zu funktionieren. Sorry für die kurze Unterbrechung. So, ich schick mal hier runter. Ich will noch ein bisschen mehr sehen von den Karthagern. Hier unten haben sie Wein.
Ich will nur wissen, was in Karthadasht ist, aber da ist ja eigentlich nichts in Provinzhauptstädten, soweit ich weiß. Und Numancia ist auch uninteressant. Ja, die gucken wir hier unten mal noch lang, wie es hier aussieht. Wissen wir eigentlich schon genug von Spanien? Gucken wir mal, wie es jetzt gleich aussieht durch das neue Gehalt. Wie viel wir da jetzt bekommen. Wo ich die 2,8 später ausspringe, aber das bringt halt eine Menge mit dem Handeln. Wenn man viele Handelsressourcen hat. Und ich werde die auch gleich weiter ausbauen, damit ich meinen Weinexport und meinen Olivenölexport mal verbessern kann. Oho. Kurz, wie sieht es denn hier jetzt aus? Regionswohlstand. Agrarika baut langsam auf. So eine Bibliothek möchte ich hier nach nämlich gerne bauen hier. Wollen wir die Runde beenden? Erstmal schön die Olivenölressourcen aufbauen. Und danach dann die Bibliothek. Wenn das Geld reicht, können wir es ja schon beides in einer Runde machen. Ich will, dass die halt ziemlich zivilisiert wird, die Region hier. Viel rausholen durch Wohlstand. Die Schuld der Ehrsucht ist beglichen. So. Wir brauchen mal eine Bibliothek. Wir haben hier auch ein gutes Wachstum, da können wir also auch bald weiter ausbauen. Ja, wir bauen hier langsam auf. Cosenzia hat halt noch nicht wirklich viel. Plus jetzt Armeekapazität. Finde ich cool. Ja, die Nahrungshilfe muss ich irgendwann auch mal loswerden. Brauche ich neue Regionen nur für Landwirtschaft. Wie sieht's denn hier aus? Langsam geht's hier wieder. Naja. Beenden wir erstmal die Runde. Blockiert? Wissen die denn nicht, wer ich bin? Ja, mein Freund, das ist leider blockiert. Aber die Spanier einnehmen wir schon eine nice, also eine richtig nette Sache eigentlich. Ja, schon cool. Oh. Mal die Wahrheit verbergen.
Dingens aus der Cornelia. Schrumpft und schrumpft und schrumpft. Okay. Jetzt unsere Ressourcen beide nur durch die Veneta, glaube ich. Ja, importiert von den Venetern. Oh, hier ist ein Wachstum vonstatten. Warten noch eine Runde, dann können wir mich, ein paar Runden, dann können wir noch was ausbauen, was ich ausbauen wollte. So, hier bauen wir mal auf dich. Beenden wir die Runde auch schon wieder. Ich könnte noch mehr tun. Du könntest, wenn du wolltest, aber du willst nicht, mein Freund. So, wenn wir eine schön zivilisierte Gegend unten haben, dann haben wir auch eine gute Zufriedenheit. Der Wohlstand wächst ja auch gerade. Das ist eine ziemlich gute Sache. Ein Kind des Mars, plus 25 Senatoren. Müssen jetzt so langsam aufpassen. Mal kurz hier rauf. Die Stadt baut langsam hier Wohlstand auf. Das ist gut. Lösen die Flotte erstmal kurzzeitig komplett auf. Und später da hinten auf. Der Nahrung ist immer so ein Problem. Sehe ich gerade. Okay, beenden wir mal die Runde. Bombardier der Stadt hier aus. Muss ich echt überlegen, wie ich hier weiter vorgehe. Momentan will ich mich erstmal ein bisschen aufbauen, bevor ich den Krieg starte. Oh, Vorbelagung, Belagungsturm. Nicht schlecht. Ah ja. Die Stadt baut weiter aus, ey. Ich brauche dringend eine Region, mit der ich meine Nahrungsressourcen besser nutzen kann. Also bauen wir jetzt schon mal doch eine Flotte hier. Interessant, dass man das rekrutieren kann, in welchem Hafen man sich gerade befindet. Finde ich gut. Oh, ich finde, wir sind teuer hier. Wollen wir die Runde wenden?
Noch ein letztes Mal für den Part hier. Dann bauen wir unsere Flotte auf. Unsere Armeen rüsten wir vorher. Und dann starten wir jetzt auch langsam die Planung für den Angriff auf die Iberische Halbinsel. Dass wir dann dort die Lusitianer Stück für Stück weiter reduzieren. Dann mache ich mir auch mal einen genauen Plan, wie ich dann am besten die Invasion starte. Um möglichst viele Städte auf einmal zu holen. Und wir werden mit den Vulkaren nochmal reden. Wie kann ich euch dienen? Kann ich und ich werde. Wie ihr befehlt. Baubericht. Wein ist fertig. Auch die Region baut sich langsam aus hier. Ich würde ja gerne noch ein Stück erweitern hier. Das Wachstum eigentlich schon bei 22%. Gut, dann wollen wir mal kurz versuchen, mit dem Vulkar hier was abzuschließen. Was wir da irgendwie... Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Die Masaya haben Krieg mit denen. Mit den Avernern. Okay, gut. Gucken wir mal kurz, ob wir jetzt hier handeln können. Mit der keltischen Konföderation könnte man was versuchen zu erschließen. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eines Speers. Kommt auf den Punkt. Haha! Unsere Vorfahren waren stolze Männer und haben sich allein behauptet. Wir müssen... Du willst überhaupt auf Biegen brechen gar nichts machen. Ein Mann wird auch an seine Freunde beurteilt. Dies ist die falsche Zeit. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herz... Handeln willst du gar nicht. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Also handeln will wirklich nicht jeder mit mir. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen und zu einer Übereinkunft kommen. Ich nehme an, wenn zwei auf dem... Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen ihre Geschäfte woanders. Ach, unsere Händler möchten nicht mit euch Handel treiben. Und mein Herr verlässt sich auf ihre zweifelsfreie Erfahrung. Ich nehme an, wenn mein zwei Gott, ohne auf Scheiß. Dem gleichen Kamel reiten, werdet... Das ist wirklich so die keltiberische Konföderation, das ist in Spanien. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte, lasst das! Sprecht von Fleisch, nicht! Ich stimme und meines Volkes will... Ich werde mir eure Worte anhören und dann ein Urteil. Okay, in dem Sinne wollen wir den Part auch für heute beenden. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.